Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute da seid und dass wir jetzt gemeinsam, dass ihr live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir wollen heute weitermachen in Johannes 9 und wollen zu Beginn Gott danken, dass wir das tun dürfen und wollen gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort studieren können und dass alle Sätze, alle Gedanken, die wir dort finden, von deinem Heiligen Geist inspiriert zu uns sprechen. Und wir möchten unsere Ohren aufmachen, unsere Herzen weit, dass du reden darfst. Wir möchten lernen und Jesus besser kennenlernen, begeistert sein von ihm, um ihm nachzufolgen. Herr, das wünschen wir uns von ganzem Herzen und danken dir, dass du versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir dich, weil du uns lieb hast. Im Namen Jesu. Amen. Johannes Kapitel 9, wir sind bis Vers 16 gekommen. Wir erinnern uns, Jesus hat einen Mann geheilt, der war blind geboren, von Geburt an blind. Und er hat ihn geheilt, indem er ganz besonders etwas getan hat. Er hat nämlich einen Brei gemacht mit seiner eigenen Spucke und der Erde hat ihn auf die Augen gestrichen, hat ihn dann zu dem Teich gesandt, dem Teich Siloah, da hat er sich gewaschen. Und alles hat natürlich eine Bedeutung, das haben wir studiert. Und sollte die Menschen, insbesondere die Jünger, auch vorbereiten auf die baldige Kreuzigung von Jesus und die Tatsache, dass nur durch Jesus und seinen Tod am Kreuz Menschen gerettet werden können. Und dann ist der Mann geheilt worden und die Leute haben darauf reagiert. Ja, sie haben gefragt, ist das wirklich? Und sie haben ihn dann selbst gefragt und er hat bestätigt, ich bin es. Und dann ist er zu den Pharisäern gekommen. Und die waren natürlich schockiert, weil das Ganze ist geschehen am Sabbat. Und wir haben gesehen, diese interessante Parallele zwischen Johannes 5 mit der Heilung am Teich Bethesda und Johannes 9, die Heilung mit dem Teich Siloah. Ja, und beides in Jerusalem. Und überhaupt ja auch mit Kapitel 7 und 8 ganz enge Parallelen. Und wir haben dann festgestellt, dass es eine Spaltung gibt unter den Pharisäern. Denn einige sagen, dieser Mann ist ein Sünder, nicht wahr? Weil er den Sabbat nicht hält. Er ist nicht von Gott. Aber andere sagen, also wenn er ein sündiger Mann ist, wie kann er so ein Zeichen tun? Ja, die Stärke des Zeichens, dass jemand, der noch schon immer blind gewesen ist, der nicht blind geworden ist und wo man vielleicht irgendwie die Krankheit wieder rückgängig macht, sondern der blind gewesen ist schon immer, dass der geheilt ist, zeigt einigen, offensichtlich unter den Pharisäern, dass Jesus mehr ist als einfach nur ein normaler Mensch. Und das führt zu dieser Spaltung. Da haben wir das letzte Mal gesehen, dass also der Grund, warum Jesus das am Sabbat gemacht hat, nicht provozieren wollen. Aber er wollte, dass die Werke Gottes offenbar werden und einige sind angesprochen worden. Wir lesen jetzt weiter in Vers 17. Es sind immer noch die Pharisäer. Ja, und die Pharisäer kommen jetzt zu dem Blinden. Vers 17. Sie sprachen wiederum zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Genau, hier sehen wir, was ihr eigentliches Problem ist. Ja, sie wissen ja, Jesus ist gewesen und ihr Problem ist nicht, dass der Mann geheilt worden ist, sondern dass damit Jesus jetzt dass Leute Jesus besser kennenlernen, einen Anspruch von dem Mann. Die Frage ist, wie denkt dieser Mann über Jesus? Und was ist seine Antwort? Er sagt, er ist ein Prophet. Kennen wir noch Personen, die, als sie Jesus getroffen haben, gesagt haben, du musst ein Prophet sein? Die gesagt haben, ihm sogar ins Gesicht zu haben, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Im Johannesevangelium, da gibt es eine Frau. Ja, genau, in Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, die sagt nämlich in Vers 19, die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, als sie konfrontiert wird mit der Tatsache, dass Jesus von ihrem Leben weiß, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, noch ein Beispiel, auch aus Johannes, in Johannes 6 und dort in Vers 14. Worum geht es da am Anfang von Johannes 6? Speisung der 5000. Und da heißt es dann Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also natürlich, wir lesen das und sagen jetzt mit unserer Perspektive, stimmt, aber Jesus war noch mehr. Ja, Jesus war Gott. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die kommen ja sozusagen von der Perspektive, dass sie in Jesus erstmal nur normalen Menschen gesehen haben.
völlig unbedeutend. Und sie kommt, er ist ein Prophet. Ja? Also das ist eigentlich positiv in allen Fällen. Ja? Also wir sollten das eher so als Erkenntnis werten, ja? Auch wenn sicherlich noch dann mehr Erkenntnisse zu gewinnen waren. Mehrmals im Johannesevangelium sagen Leute, er ist ein Prophet. Ja? Die Frau am Samariterbrunnen sagt, du bist ein Prophet. Die Menschen nach der Speisung der 6000 sagen, Jesus ist ein Prophet. Der Blindgeborene, der jetzt sehen kann, der sagt, er ist ein Prophet. Übrigens sogar die Emmaus-Jünger sagen, nach der Kreuzigung, auf dem Weg, das sind ja Jünger von Jesus, auf dem Weg nach Emmaus, als sie mit Jesus sprechen, da sagen sie, dass Jesus ein mächtiger Prophet war. Ja, können wir lesen, in Lukas 24. Lukas 24 und dort Vers 19. Da sagen sie, und er sprach zu ihnen was? Also was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Also wenn selbst die Jünger nach all dem, was sie erlebt haben, dann hier nach der Kreuzigung zu einem vermeintlich Fremden sagen, Jesus war ein Prophet, ja, dann sollten wir auf jeden Fall jetzt nicht zu gering denken von dem Blindgeborenen, wenn er sagt, nach einer Erfahrung mit Jesus, er war ein Prophet. Ja, das war das, was er jetzt erstmal so verstehen konnte. Und zeigt also, er hat eine wirklich, also weil wenn er ein Prophet ist, dann ist er von wem gesandt? Von Gott, ganz genau, weil Propheten, er sagt nicht, ein falscher Prophet, er sagt, es ist ein echter Prophet, er ist von Gott gesandt, so wie auch Johannes der Täufer zum Beispiel. Also damit ist so, sag mal, im großen Kampf steht er auf der richtigen Seite, er erkennt, dass Jesus von Gott gesandt ist. Und das ist ja genau das, was die Jünger, was die Pharisäer, Verzeihung, geleugnet haben, oder einige von ihnen. Die hatten ja gesagt in Vers 16, dieser ist nicht von Gott. Er sagt aber, er ist ein Prophet. Jetzt Vers 18. Was ist die Reaktion, Johannes 9, Vers 18, der Pharisäer? Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des Sehendgewordenen gerufen hatten. Genau, also jetzt haben sie das Problem, sie können nicht leugnen, dass der Mann, also dass Jesus das war. Ja, also sie können, Jesus hat irgendwas gemacht, aber das Wunder wäre zu krass, dass sie es zugeben können, also glauben sie es erstmal nicht. Ja, das ist schon interessant. Und sie fragen jetzt seine Eltern. Übrigens, interessanterweise ist hier das Wort Juden. Nicht wahr? Und da muss man dazu wissen, wenn Johannes von Juden spricht, meint er nicht grundsätzlich alle Juden, die es gab, sondern es ist immer bei Johannes ein Begriff für die, vor allem die Pharisäer, die Jesus feindlich gesinnt waren. Das darf man nicht falsch verstehen, sonst kommt man in eine falsche Richtung. Schauen wir mal in Johannes 5, Vers 44. Warum konnten sie nicht glauben? Johannes 5, Vers 44. Jesus hat es ihnen damals schon gesagt, dass sie sich quasi selbst am Glauben hindern. Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Genau. Also warum fällt es ihnen schwer, solche Dinge zu glauben, obwohl der Mann ihnen sagt, ich bin blind geboren, Jesus hat mich geheilt? Weil sie ihre eigene Ehre gesucht haben und nicht die von Gott. Also das heißt, wenn ich mich selbst erhöhe, meine eigene Ehre suche, kann es sein, dass Jesus vor meinen Augen ein krasses Wunder tut und ich glaube es einfach nicht. Das ist ja der Grund, warum so viele Theologen die Bibel lesen und da spricht Gott zu ihnen und sie glauben nicht, dass das, was da steht. Sie glauben es nicht, sie zerpflücken es. Ja? Weil die Herzenseinstellung, also das war ja bei Johannes 5 auch so, Jesus stand vor ihnen, sie haben ihm nicht geglaubt. Das Problem ist also nicht, dass Gott sich nicht offenbart oder so. Das Problem ist, dass wenn wir uns selbst ehren wollen, Stichwort, wer war der Erste, der seine eigene Ehre gesucht hat? Luzifer, der stand vor Gott. Der stand buchstäblich vor Gott. Der stand so nah an Gott, man konnte nicht näher zu Gott kommen. Es gab nicht noch etwas, was Gott ihm offenbaren konnte, was er nicht schon hätte sehen können. Und er hat nicht geglaubt. Also die eigene Ehre zu suchen, verhindert den Glauben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Weil das ist etwas, was wir Menschen aufgrund unserer Sündenerfahrung über die Jahre und Jahrzehnte, das uns so leicht fällt, die eigene Ehre zu suchen. Ja, das kommt so schnell. Und das verhindert aber den Glauben. Es gibt interessante Stellen in Jesaja 26. Weil das müssen wir uns ein bisschen drüber Gedanken machen. Warum wollen sie das nicht glauben, obwohl der es ihnen sagt? Jesaja 26 und dort Vers 11. Jesaja 26, Vers 11. Dort steht, Herr, deine Hand ist erhoben, sie wollen es nicht sehen. Das ist ein krasser Vers, ja? Gottes Hand ist erhoben und wenn Gott seine Hand erhebt, dann kann er große Dinge tun. Mit ausgestreckter Hand hat er das Volk Israel aus Ägypten geführt. Er sagt, seine Hand ist erhoben, aber sie wollen es nicht sehen. Es geht nicht, dass sie nicht sehen können oder es ist unklar, sie wollen es nicht sehen. Und Jesaja 53 stellt eine sehr traurige Frage, eine dramatische Frage. Jesaja 53 ist das Kapitel, da geht es worum? Um Jesus und
Ganz genau. Die Vorhersage des Todes von Jesus am Kreuz. Und das beginnt hier, ich meine, es ist ja, gibt schon ein paar Verse vorher, los in Kapitel 52, aber da stehen diese wirklich traurigen Worte. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist da? Der Arm des Herrn, wem ist da geoffenbart worden? Ja, der Arm des Herrn ist erhöht, und das ist ja, was hier in Jesaja 53 passiert. Das, was die Propheten seit Jahrtausenden vorhergesagt haben, das passiert. Ja, das ganze Universum ist außer sich vor Interesse. Der Arm des Herrn ist erhöht. Also, wenn Gott durch einen ausgestreckten Arm Israel aus Ägypten geführt hat, wie viel ausgestreckter ist der Arm als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt? Ja, da, mit ganz viel Kraft zieht er die ganze Menschheit, wenn sie möchte, aus der Sünde. Er sagt, wer hat es verstanden? Wem ist es offenbart worden? Wer hat es verstanden? Wer hat es geglaubt? Und das ist die Frage, die dann auch auf die Pharisäer anzuwenden ist und auch auf uns. Ja? Also glauben wir, wenn Gott mächtig eingreift? Man kann also wie die Pharisäer viel in der Bibel lesen und trotzdem Gottes Wunder eingreifen. Und es passiert immer wieder, dass auch Gemeindegeschwister, wenn es eine Erweckung gibt, davon nichts hören wollen. Ja? Wenn Gott mächtig an Menschen wirkt und ihnen sie zur Reformation treibt, dass sie das nicht hören wollen, nicht sehen wollen, nicht für Gottes Wirken halten, das wie bei den Pharisäern. Das ist also etwas, was es zu allen Zeiten gab und heute auch. Schauen wir noch Hebräer an. Hebräer Kapitel 3. Da macht Paulus auch diesen Punkt. Hebräer 3 und dort ab Vers 15. Da sagt Paulus, Hebräer 3, Vers 15, solange gesagt wird heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Das bezieht sich auf die Wüstenwanderung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Er ist nicht die, die einfach sagen, ah, wir haben es nicht genau verstanden, sie haben sich geweigert zu glauben. Und Gottes Arm war sehr ausgestreckt bei der Wüstenwanderung. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Und das ist im Prinzip derselbe Unglaube, der die Israeliten gehindert hat, die erste Generation in das gelobte Land zu gehen. Das ist derselbe Unglaube, der jetzt die Pharisäer hindert, Jesus anzunehmen. Und das ist nochmal tragischer, weil Jesus jetzt als Retter direkt vor ihnen steht. Ellen White sagt, der Mann selbst hatte erklärt, dass er blind gewesen ist und dass seine Sicht wiederhergestellt worden ist, aber die Pharisäer würden eher den Beweis, den sie mit eigenen Sinnen hatten, verleugnen, als zugeben, dass sie sich geirrt haben. Und dann sagt sie, so mächtig ist Vorurteil und so verzerrend ist pharisäische Gerechtigkeit. Und dann versteht man plötzlich, wie der Fanatismus funktioniert. Fanatismus funktioniert genauso. Ich möchte nicht zugeben, dass ich falsch liege, also biege ich lieber die Fakten, bis sich die Balken biegen. Ich biege die Fakten, damit ich nicht zugeben muss, dass ich falsch liege. Und dann verzerre ich das ganze Bild, das ist diese pharisäische Gerechtigkeit. Und da muss man sich sehr hüten. Da gibt es 1000 Anwendungen für heute, aber die wichtigste ist auf uns selbst. Wir dürfen nicht anfangen, die Wahrheit, die wir sehen, zu verbiegen, damit wir Recht behalten. Wir müssen Gott Recht geben und uns korrigieren lassen. Wie Ellen White sagt, a teachable spirit. Johannes 9, Vers 19. Lesen wir weiter. Was passiert mit den Eltern? Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Genau, jetzt kommen die Eltern, jetzt stellen sie zwei Fragen. Was sind die beiden Fragen? Ob das der Sohn ist? Genau, ist es ihr? Der wirklich auch blind geboren ist? Genau, ist er wirklich blind geboren? Ja, also könnt ihr das bestätigen? Ist das euer Sohn? Ist der wirklich blind geboren? Und zweitens? Wieso er jetzt sehen kann? Genau, wie ist er geheilt worden? Ja? Ist das wirklich und wie ist er geheilt worden? Ellen White sagt interessanterweise, die Pharisäer hatten noch eine Hoffnung, die ihnen übrig blieb. Ja, sie konnten also den Mann irgendwie nicht dazu bringen, das zu leugnen. Sie hatten eine Hoffnung. Sie wollten die Eltern einschüchtern. Weil wenn die jetzt gesagt hätten, nächstes Gang unser Sohn oder so, ja, dann wäre das Ganze in Zweifel gekommen. Sie wollten die Eltern einschüchtern. Und deswegen haben sie mit scheinbarer Aufrichtigkeit gefragt, wie sieht er jetzt? So,
Lesen wir Vers 20 und vielleicht, lesen wir Vers 20. Ganz, 20 und 21. Das ganz kurz noch, das ist ja auch hinterhältig, wenn sie die Eltern erst holen müssen, sie dann zu fragen, wie der Sehen geworden ist. Das heißt ja, sie waren gar nicht dabei und können es nicht wissen. Ja, vielleicht. Das ist interessant, da kommen wir gleich zu. Genau, also auf jeden Fall, sie waren nicht dabei. Ob sie es gewusst haben oder nicht, das sehen wir gleich. Genau, aber genau, sie waren nicht dabei. Also sie sind, also vermutlich sind sie dabei gewesen, soweit wir das jetzt sehen können. Genau. Vers 20 und 21. Seine Eltern antworteten ihn und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Okay, die Pharisäer hatten zwei Fragen gestellt. Ja? Also ist er wirklich blind geboren? Ja? Ist es euer Sohn? Also könnt ihr es bestätigen? Ja? Und wie geheilt? Ja, also wie ist er geheilt worden? Und wie antworten Sie auf die beiden Fragen? Wie antworten Sie auf die erste Frage? Ja, das ist unser Sohn, der blind geboren ist. Ja. Und wie antworten Sie auf die zweite Frage? Wir wissen es nicht. Sie weichen aus, genau. Wir sagen, keine Ahnung, frag unseren Sohn. Ja? Und jetzt gibt es was Interessantes. Wir würden, wenn wir den Vers so lesen, wir wüssten nicht genau warum. Aber Johannes war dabei und Johannes unter Inspiration des Heiligen Geistes gibt es eine Erklärung. Er interpretiert uns, was da eigentlich los ist. Vers 22, warum sagen die das? Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Genau, Vers 23 noch. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Genau, also Johannes sagt zweimal, sie weichen aus einem bestimmten Grund. Und zwar nicht, weil sie ehrlich sagen, wir wissen es wirklich nicht, ja, wir waren nicht dabei gewesen. Sie sagen, es gibt einen Grund, sie haben nämlich Angst. Sie haben Angst, Jesus zu bekennen. Das impliziert eigentlich, dass sie schon, also entweder, vielleicht sind sie nicht dabei gewesen und sie haben es dann erfahren, weil wahrscheinlich, ich meine, was hat der Mann gemacht, als er zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hat? Das ist nach Hause gelaufen, ja. Es heißt ja, wir haben in Vers 9 gesehen, Vers 8, die Nachbarn haben ihn gesehen. Ja, wenn die Nachbarn ihn gesehen haben, dann werden die Eltern auch gesehen haben. Ob sie das jetzt die Heilung gesehen haben, vielleicht waren sie auch diejenigen, die ihn zum Teich geführt haben. Wer weiß, ja, ob sie jetzt dabei waren. Aber sie wissen, er sieht und sie wissen auch warum. Der hat es ihnen ja gesagt. Aber sie haben Angst. Und warum haben sie Angst? Es heißt hier, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollten. Das ist interessant. Da muss man nämlich jetzt sich fragen, was war das für ein Ausschluss? Dieser Ausschluss aus der Synagoge war kein endgültiger Ausschluss, sondern die Strafe bestand darin, für 30 Tage ausgeschlossen zu werden. Das war mal quasi für 30 Tage exkommuniziert. Und das hatte interessante Konsequenzen. Nämlich, in dieser Zeit durfte, also wenn jetzt ein Kind geboren wird, durfte es nicht beschnitten werden. Wenn jemand gestorben ist, durfte er nicht beklagt werden. Also wenn er in der Familie, wenn ich jetzt für 30 Tage ausgeschlossen werde und in meiner Familie stirbt jemand, durfte der nicht beklagt werden, keine Trauerfeier abgehalten werden. Und es war so, wenn man sozusagen da nach 30 Tagen keine Reue gezeigt hat, das war quasi wie so eine Art Gemeindezucht oder so, ja, wenn man, also besonders hart. Wenn man dann keine Reue gezeigt hat, dann konnte das noch verlängert werden. Also aber jetzt keine endgültige Sache, das ist schon mal interessant. Ja? Aber wenn man sich das genau anschaut, war das schon eine ziemlich krasse Sache. Also man konnte dann als Nachfolgestrafe, dann als die sogenannte zweite Ermahnung, weitere 30 Tage bekommen. Und es ist wohl aus späterer Zeit überliefert, dass es dann auch eine endgültige Exkommunikation gab. Aber ob es die schon zu der Zeit von Jesus gab, da gibt es keinen Beweis, also keine Belege. Auch Ellen White spricht nur von diesen 30 Tagen. Sie sagt nämlich, das bedeutet ausgeschlossen aus der Synagoge für 30 Tage und so weiter. Was das bedeutete, wenn man jetzt für 30 Tage ausgeschlossen worden ist, man durfte sich keiner Versammlung mit 10 Männern anschließen. Also wenn irgendwo 10 Leute zusammenstanden, durfte man nicht dazu. Man war von der Versammlung ausgeschlossen, nicht nur vom Gottesdienst. Bei der Verhängung, bei der Strafe wurden Flüche ausgesprochen. Und, das ist jetzt interessant, aus Corona-Zeiten, man musste immer 2 Meter Abstand halten zu allen möglichen Menschen. Also, und zwar, wer wurde so ähnlich behandelt? Wer wurde auch immer auf Abstand gehalten?
Die Aussätzigen, genau. Man wurde quasi behandelt wie ein, de facto wie ein Aussätziger. Man musste immer 2 Meter Abstand halten, in alle Richtungen. Und wenn dann eine Person sterben würde, wie gesagt, das sagt doch Ellen White, durfte man nicht, nicht weinen über sie. Stattdessen wurde der Sarg dann hingelegt, man hat Steine auf den Sarg geworfen. Also man durfte keine Trauerfeier machen, aber der Sarg wurde gesteinigt, um also so zu deutlich machen, diese Person ist verflucht. Also man war quasi sozusagen mehr oder weniger ausgeschlossen von den Segnungen Gottes. So. Fällt uns da eine Geschichte zu ein, wo später im Mittelalter mal was ganz Ähnliches gemacht worden ist? Und zwar zur Zeit von Jan Hus. Da hat Rom genau diese Strategie auch angewendet. Da hat man das sogenannte Interdikt über Prag ausgesprochen und dann durften da keine Hochzeiten stattfinden und die Hochzeiten mussten auf dem Friedhof stattfinden und die Toten wurden verscharrt, ja, und also ganz, ganz schrecklich, die Kirchen wurden alle geschlossen. Und was war der Effekt natürlich damals? Die Leute haben gedacht, ja, also die Leute hatten Angst, dass sie, die Leute hatten Panik und deswegen haben sie, musste Hus fliehen. Ja, der musste dann erstmal aus Prag fliehen, weil damit hat man quasi versucht, so Druck auszuüben. Genau das passiert, da wird solch ein Druck ausgeübt, dass sie sich jetzt überlegen, wenn wir jetzt sagen, dass Jesus ihn geheilt hat, dann wird uns vielleicht das passieren. Und das Krasse ist, lesen wir jetzt mal Johannes 7. Und da sehen wir jetzt auch, warum das hier so steht in Johannes 7, Vers 13. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst. Jesus war so ein Staatsfeind schon zu der Zeit, dass man nicht einfach so sagen konnte, ich folge Jesus nach. Deswegen, Jesus hat sich oft immer auch verborgen, nicht wahr? Seine Jünger, die waren eigentlich echt die gehörten einer gefährlichen Organisation an, sozusagen, also im Sinne von, also gefährdet, besser gesagt, einer gefährdeten Organisation. Es war nicht so, dass die Leute einfach offen auf der Straße gesagt haben, ich finde Jesus gut. Die haben untereinander getuschelt. Die haben wahrscheinlich Angst gehabt, dass jemand sie verrät. Das ist eigentlich so die Atmosphäre. Und das finde ich interessant, weil es gibt heute auch manchmal Länder, wo es solche Atmosphäre gibt. Wir kommen auch in die Zeit wieder, wo es so eine Atmosphäre geben wird. Das hat sich auch gehalten, noch bis nach dem Tod von Jesus teilweise. Schaut mal Apostelgeschichte 5 und dort Vers 13, da gibt es diese Aussage, Apostelgeschichte 5, Vers 13, von den Übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Ja, da gibt es immer noch so diese Angst, damit identifiziert zu werden mit Jesus und seiner Gruppe. Und was hatte Jesus über die Menschen gesagt, die wegen ihrem Glauben ausgestoßen werden? Hat Jesus mal da was dazu gesagt, dass wenn wir wegen unserem Glauben ausgestoßen werden, ob das, wie wir dann dazu uns stellen sollen, wie wir das bewerten sollen? Schau mal Lukas 6. Lukas 6 und dort Vers 22. Das ist in der Bergpredigt, nicht wahr? Da sagt er, Lukas 6, Vers 22, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Also, dieser Vers hätte jetzt für die Eltern gelten können. Sie hätten um des Menschensohnes willen ausgeschlossen werden können und das wäre für sie, also sie wären glückselig gewesen. Aber sie entscheiden sich nicht für Jesus zu Jesus zu bekennen. In Sprüche 29 steht was ganz Wichtiges in dieser Hinsicht. Sprüche 29 und dort Vers 25. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Am Ende gehen viele Menschen verloren, weil sie Menschen mehr fürchten als Gott. Mhm. Und das, sagt die Bibel, ist eine echte Gefahr. Wir wissen nicht, wie viele Hebräer in Daniel 3 dort am Standbild standen. Wir wissen nur, dass 3 stehen geblieben sind. Ja. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Und das Krasse ist, die Menschenfurcht ist bei den Eltern so groß, dass, ich meine, wir wissen nicht, wie alt der Mann war, aber der war erlebt, sie haben ihn noch niemals sehend gesehen. Ich meine, das muss die Freude, es muss der fröhlichste Tag ihres Lebens gewesen sein, als ihr Sohn nach Hause kommt und sagt, ich kann sehen. Und ihnen erzählen, dieser Mann hat mich, also ich meine, wenn wir uns das versuchen, da hineinzusetzen, sie haben ihr Leben lang, und vor allem ein Leben lang, wenn schon die Jünger Jesus sich überlegt haben,
wer ist schuld, er oder seine Eltern, dann müssen die ihr Leben lang mit der vielleicht nur unausgesprochenen, vielleicht sogar ausgesprochenen Vorverurteilung gelebt haben, dass entweder sie, vermutlich sie, gesündigt haben, damit ihr Sohn blind geboren ist. Ja? Jetzt kommt er nach Hause und ist sehend. Das heißt, ihr Leben ändert sich 180%, ja? Also 180 Grad. Und alles, was sie tun müssen, sagen, ja, das ist wegen Jesus. Aber die Freude darüber ist nicht so groß, dass sie die Menschenfurcht besiegt. Und das ist krass. Dass sie sagen, also ja, er ist blind geboren, aber dass er geheilt, also wie er geheilt worden ist, da wollen wir nichts zu sagen. Jesaja 51, tolle Ermutigung für uns, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht auch genau an diesem Punkt unsere Kämpfe haben. Jesaja 51 und dort Vers, ist das Jesaja 51, Vers, genau, Vers 7. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Genau, die Menschen, die Gerechtigkeit Gottes im Herzen tragen, brauchen sie nicht zu fürchten. Auch wenn die Menschen, also Gott hat nicht versprochen, dass wir nicht geschmäht werden. Er hat versprochen, dass wir uns nicht fürchten müssen. Vers 12, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest? Vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird. Ja? Also Gott sagt, hey, wenn du mich kennst, warum fürchtest du dich vor Menschen? Es gibt so eine Aussage von Ellen White, ich weiß gar nicht, wo sie steht, aber sie sagt sowas sinngemäß wie, derjenige, der sich vor Gott gebeugt hat, muss sich vor keinem Menschen mehr beugen. Ja? Also das heißt natürlich, wir wollen höflich und zuvorkommend sein, aber der Jakob, als der nach Israel, also nach Ägypten kommt, steht er von dem Pharao und der Jakob segnet den Pharao. Was bedeutet, er hat gewusst, geistlich bin ich der Höherstehende. Ich segne den Pharao. Hat keine Angst gehabt vor dem Pharao. Und das ist unsere Erfahrung, die wir auch haben dürfen. Psalm 27, David sagt dasselbe. Psalm 27 und dort Vers 1 und 2. Psalm 27 und dort Vers 1 und 2. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Von wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Reicht eigentlich schon, genau. Was ist dein Argument? Weil er Gott hat, braucht er keine Angst vor den Menschen zu haben. Genau. Ich habe Gott erfahren, ich brauche keine Angst vor Menschen haben. Das heißt, das Ding ist hier, es macht einen, die Eltern haben zwar sich gefreut, dass ihr Sohn geheilt worden ist, aber es war sozusagen, es ist ein Unterschied, ob man sozusagen sich freut, dass Gott mein Kind geheilt hat oder ob ich das auch als Erlösung für mich persönlich in Anspruch nehme. Ob ich sozusagen das auch als Wohltat an mir begreife und dafür dankbar bin. Und ja. Ja. Es gibt auch den Vers im Psalm 56, Vers 12. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Mhm. Also wenn wir uns vor Menschen fürchten, dann ist das oft ein Hinweis darauf, dass unser Vertrauen auf Gott noch nicht groß genug ist. Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist nämlich die Frage, die auch am Ende der Zeit deutlich wird. In der dritten Engelsbotschaft ist die Frage, wem vertraue ich mehr? Denen, die die Macht haben, mich vom Wirtschaftsleben auszuschließen, die vielleicht sogar mir mein Leben nehmen können, oder Gott, der noch über allem steht? Ja? Bin ich bereit, Gott zu vertrauen, auch wenn ich solch einem Druck ausgesetzt bin? Ja, das ist ja letztendlich die Frage. Und hier zeigt sich, es ist eine Sache, sich zu freuen, dass Gott ins Leben eingreift, aber eine andere Sache ist, sich so sehr zu freuen, dass ich auch zu Gott stehe, selbst wenn das jetzt negative Konsequenzen für mich hat. Das ist ein Unterschied. In Offenbarung 21, Vers 8 steht, und mit der Geschichte kann man den Vers, glaube ich, besser verstehen. Dort steht, wer verloren gehen wird, da heißt es, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Groll befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Jetzt bei den anderen Begriffen, Ungläubige mit Gräueln und Befleckten und Unzüchtige und Zauberer, ist es vollkommen klar. Bei Feiglingen könnte man denken, okay, muss ich irgendwie Mutproben bestehen? Ja? Heißt das jetzt, wenn ich Höhenangst habe oder so, dass ich nicht in den Himmel kommen kann? Aber diese Geschichte macht eigentlich ganz deutlich, um was es geht. Wenn ich
Menschen mehr fürchte als Gott, wenn ich zu feige bin, zu Jesus zu stehen. Und das ist ja nicht nur diesen Eltern passiert. Wir denken später an die Geschichte mit Petrus, der auch mehr aus Menschenfurcht Jesus verleugnet hat. Jetzt gehen wir zurück zu Johannes 9. Wir haben gesehen, ihre Begründung ist ganz interessant. Sie sagen ja in Vers 23, Johannes 9, Vers 23, sie sagen, er ist alt genug. Ja? Mit anderen Worten, er ist selbstständig. Das Interessante ist, sie verweisen auf seine Selbstständigkeit und vertuschen damit ihre eigene Unselbstständigkeit, den Glaubensfang. Ja? Sie wollen selbst nicht ihren Mann stehen, ihre Frau stehen sozusagen. Nun, aber Ellen White hat noch einen interessanten Kommentar jetzt über die Gesamtsituation. Sie sagt, das Dilemma, in das sich die Pharisäer, also in dem die Pharisäer sich befanden, ihr Hinterfragen, ihr Vorurteil, ihr Unglaube bezüglich der Fakten, öffnete der Volksmenge die Augen. Ja, also die Volksmenge sagt, wieso glauben die das nicht? Ja, weil die Volksmenge hat ja immer gedacht, die Pharisäer sind die Heiligen. Jetzt fragen sie sich, also wieso glauben sie das nicht? Besonders bei den einfachen Menschen. Jesus hat oft seine Wunder auf offener Straße getan und sein Werk hatte immer den Charakter, Leiden zu heilen und zu lindern. Die Frage in vielen Köpfen war, würde Gott durch einen Aufschneider solche mächtigen Werke tun, wie die Pharisäer das behaupten? Und dann sagt sie, die Auseinandersetzung wurde sehr ernst auf beiden Seiten. Ja, also diese Diskussion, die hat jetzt richtig an Intensität zugenommen. Die Pharisäer sahen, dass sie dem Werk, das Jesus getan hatte, Öffentlichkeit gaben. Also indem sie das Ganze, sie merken plötzlich, je mehr wir darüber diskutieren, desto mehr Leute glauben das sozusagen. Ja, das ist so eine ganz interessante Situation. Sie konnten das Wunder nicht verleugnen. Der Mann war ja voller Freude und Dankbarkeit. Und jetzt kommen wir Vers 24. Weil jetzt rufen sie ihn nochmal, weil mit den Eltern sind sie jetzt auch nicht vorwärts richtig gekommen. Vers 24. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Genau, das ist interessant. Also was wollen sie mit anderen Worten sagen? Sie wollen ihm eigentlich entlocken, dass er sagt, dass Jesus ein Sünder ist, oder? Ja, genau. Also vor allem wollen sie sagen, du bist geheilt worden, wir können es nicht leugnen. Sie wollten ja leugnen, dass er geheilt worden ist. Ja, das war ihre eigene Argumentationslinie. Der Mann war gar nicht wirklich blind. Jedenfalls nicht blind geboren. Jetzt verständlich das, okay, die Eltern haben zwar sich nicht zu Jesus bekannt, aber sie haben festgestellt, er ist blind geboren. Sie haben also noch nicht ihr Ziel erreicht. Also sagen sie, okay, dann bist du geheilt worden. Aber nicht durch Jesus, sondern wer hat dich geheilt? Gott hat dich geheilt, aber nicht Jesus. Also, weil Jesus ist ein Sünder. Ja? Genau. Also, es war nicht, du bist zwar geheilt, aber es war nur dein Eindruck, dass es Jesus war, in Wirklichkeit war es Gott. Gib Gott die Ehre. So als, was hat Jesus gesagt, als er ihn geheilt hat? Er hat gesagt in Vers 3, sondern an ihm sollen die. Ja, genau. Und es ist so krass, dass sie jetzt sagen, gib Gott die Ehre und sage nicht, dass Jesus dich geheilt hat. Jesus hatte schon gesagt in Johannes 5, Vers 23, Johannes 5, Vers 23, hatte er gesagt, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und jetzt verlangen die Pharisäer genau das. Sie sagen, ehre den Vater, aber nicht den Sohn. Während Jesus gesagt hat, der Vater hat mich gesandt. Ja, das ist genau dieses Thema. Übrigens, das können wir noch kurz lesen, Jesaja 66. Das ist ein Vers, der auch in unserer Adventgeschichte eine Rolle gespielt hat. Jesaja 66 und dort Vers 5. Jesaja 66 und dort Vers 5. Steht. Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es höhnen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen. Der Herr möge sich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können. Genau, aber sie werden sich schämen müssen. Das sind also Menschen, die andere ausschließen aus der Gemeinde, aber mit Gott argumentieren.
Dieser Vers ist mal der Familie Harmon sehr wichtig geworden, als sie im Zuge der Miller-Bewegung ausgeschlossen worden ist. Da haben sie auf diesen Vers hier berufen. Übrigens, da gibt's, das fällt mir gerade ein, so eine interessante Szene, wo die Alan Harmon als Teenager dann im Class-Meeting, im methodistischen Class-Meeting, dann sagt, ich bin so begeistert, Jesus kommt wieder und diese Botschaft hat mich erweckt und ich bin bekehrt und ich liebe Jesus und ich möchte bei ihm sein. Und dann unterbricht der Klassenleiter sie und sagt, das ist nicht die Botschaft von der Wiederkunft, es ist der Methodismus, der dir das geschenkt hat. Ja, und sagt, ich konnte dem Methodismus keine Ehre geben. Es war die Botschaft von der Wiederkunft Jesu. Das ist so ein bisschen das, nicht Jesus, Gott hat dich geheilt. Ja? Und wenn man versucht, was zu treffen, warum natürlich? Weil sie wollen nicht zugeben, dass sie falsch liegen. Ja, dann kommen sie in diese Argumentation. Und also das ist etwas, was man immer und immer wieder erleben kann. Zurück zu Johannes 9. Sie sagen ja ganz explizit, haben wir gelesen, wir wissen, dass er ein Sünder ist. Und das haben sie jetzt ja festgemacht an dem Sabbat, nicht wahr? In Kapitel 8, als er sie gefragt hat, könnte mich eine Sünde überführen, haben sie nichts gesagt. Ja? Aber jetzt behaupten sie, wir wissen, dass er ein Sünder ist. In Vers 24. Jetzt Vers 25. Wie antwortet der Mann? Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Das ist so wunderschön. Die stellen mir jetzt ganz so, sie sagen, okay, wir wissen ganz genau, dass er ein Sünder ist und wir wissen das über ihn und das über ihn. Und was ist seine Antwort? Ich kann es nicht beurteilen. Ja, kannst gar nicht beurteilen. Interessiert mich aber auch gar nicht so sehr, weil ich weiß, was ich erlebt habe. Und das ist eine ganz tolle Ermutigung. Wir werden ja, manchmal versucht der Satan uns auch zu irritieren und uns zu verwirren mit irgendwelchen Aussagen, die wir nicht verstehen können. Das kommt ja oft vor, oder? Dass man mit Theorien konfrontiert wird, man weiß gar nicht genau, was jetzt das Problem dahinter ist. Oder, aber was man immer hat, ist die eigene Erfahrung. Ich war blind, jetzt sehe ich. Ja, sagt, was ihr alles da an Argument habt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja, kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß, was er für mich getan hat. Und das ist auch für uns ganz wichtig. Wir müssen nicht jedes Argument, das der Satan versucht, an uns heranzutragen, beantworten können. Geht gar nicht. Gott wird uns immer die Weisheit geben, die wir brauchen, aber manchmal reicht es schon aus, zu sagen, ich war blind und jetzt sehe ich. Ja. Übrigens, das hat auch ganz ähnlich jemand anders gemacht in Johannes 5, Vers 11, der Blinde vom Teich Bethesda. Und zwar in, Moment. Genau, Vers 11. Ja, Vers 10 und 11, Johannes 5, Vers 10 und 11. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Genau, er hat vielleicht nicht, er weiß gar nicht genau, was jetzt genau die rabbinischen Vorschriften zum Sabbat sind, ob das stimmt oder nicht, ja, aber er kann sagen, mein Erlöser, der mich gesund gemacht hat, gesagt, ich darf die Matte tragen, ja. Also halt die trage, dann trage ich sie. Egal, was eure Regeln sagen. Und das ist natürlich interessant, ja. Also unsere Erfahrung, dass sich niemals über das Wort Gottes stellen, das ist klar. Aber eine Erfahrung, die mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist immer ein weitaus festeres Fundament als irgendwelche Theorien, die Leute haben. Johannes 9, Vers 26. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? So, was fällt jetzt auf an dieser an diesen Fragen? Ist das neue Fragen? Die Fragen haben sie eigentlich schon den Eltern gestellt und sie waren ja auch selbst dabei. Ja, und sie haben sie auch dem Mann schon gestellt. In Vers 15. Und fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden war. Also die stellen also Fragen, die sie schon beantwortet bekommen haben. Und das zeigt, dass sie eine andere Intention haben. Ihre Intention ist jetzt nicht mehr, Informationen zu sammeln. Und Ellen White sagt uns, was die Intention war. Mit vielen Worten versuchten sie ihn zu verwirren, sodass er sich selbst für verführt halten könnte. Damit quasi so bombardiert, so manipuliert mit Fragen, damit er irgendwann vielleicht seine eigene Erfahrung hinterfragt. Also richtig, richtig psychologischen Terror sozusagen, Psychoterror. Satan und seine bösen Engel waren auf der Seite der Pharisäer und verbanden ihre Energien und ihre Geschicklichkeit sozusagen, ihre Feinheit mit menschlichem Denken, menschlichem Verstand, um den Einfluss von Christus zu widerstehen. Ja, also da haben böse Engel versucht, wie sie dieses Wunder irgendwie jetzt klein halten können. Und das hatte mit Manipulation zu tun.
Und sie haben versucht, diese Überzeugung, die in vielen Menschen sich jetzt immer mehr vertiefte, so ein bisschen wieder zu verzerren, zu vernebeln. Engel Gottes waren ebenfalls dort und versuchten, um den Mann, der geheilt worden war, zu stärken. Ja, also das sind eigentlich hier Engel und Dämonen im Hintergrund, die kämpfen. Das ist eine richtig krasse Geschichte. Vers 27. Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt. Und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? So super. Und da zeigt sich also, was für eine brillante Weisheit Gott geben kann. Der Mann ist nicht, der Mann hat keine Bildung. Ich meine, wie auch, der hat ja nie lesen und schreiben gelernt. Das bisschen, was er weiß, hat er durch Hörensagen dann gehört. Und da stehen die wichtigsten Theologen seiner Zeit in Jerusalem vor ihm und verwirren ihn mit Psychotricks und mit Argumenten und dies und jenes. Und Satan selbst hilft ihnen. Und was er sagt ist, habt ihr mich schon gefragt? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Das ist so einfach, so auf den Punkt. Und da sieht man, das ist so eine tolle Erfahrung, wo man sehen kann, dass Gott uns auch in der Endzeit die kluge Antworten geben wird, ja, auf den Punkt. Die Wahrheit ist, braucht keine langen Diskussionen, ne? Hier sagt Ellen White, die Pharisäer haben nicht verstanden, dass sie mit jemand anderes zu tun hatten, als mit dem ungebildeten Mann, der blind geworden war. Sie wussten nicht, mit wem sie in Wirklichkeit im Konflikt waren. Göttliches Licht schien in die Kammern der Seele des Menschen. Als diese Heuchler versuchten, ihn zum Unglauben zu führen, half Gott ihm durch die Lebhaftigkeit und die Pointiertheit seiner Antworten zu zeigen, dass er nicht gefangen genommen werden konnte. Ja? Also sie haben gemerkt, okay, da ist jemand, den kriegen wir nicht. So, und jetzt die letzten beiden Verse schaffen wir noch und dann machen wir Schluss. Vers 28 und 29. Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. So, jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ja, das Griechische sagt eigentlich so etwas wie, sie schreien ihn an. Ja, also wenn man sich das bildlich vorstellt, erst versuchen sie ihn so zu interviewen und dann versuchen sie ihn zu verwirren und irgendwann brüllen die brüllen richtig an und schreien. Ja, und im Griechischen ist es auch nicht, du bist sein Jünger, du bist so dessen Jünger, ja, von dem da, so mit Distanz. Ja, also nicht, also wir werden nicht seine Jünger, dieser da. Ja. Du bist vielleicht einer von denen. Interessant, ich meine, Kapitel 8 haben sie gesagt, wir sind die Kinder von Abraham und Kapitel 9 sagen sie, wir sind die Schüler von Mose. Ja. Sie halten sich für die Kinder von Abraham und für die Schüler von Mose und sind beides nicht. Gewaltige Täuschung. Johannes 5, Jesus hatte schon darüber gesprochen mit ihnen. Johannes 5, Vers 45 bis 47. Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, was war das Problem? Also Jesus bringt den Punkt, also das ist richtig auf den Punkt, das Problem der Pharisäer war nicht, dass sie echte Schüler Mose waren und einfach irgendwie nicht glauben konnten. Was war ihr eigentliches Problem? Sie haben schon Mose nicht geglaubt. Ja. Sie haben zwar Mose gelesen, aber nicht geglaubt. Sie waren stolz darauf, dass sie die Schüler von Mose waren, aber sie waren gar keine Schüler von Mose. Sie waren stolz darauf, Theologen zu sein, die Bibel kannten, aber sie waren nicht die Schüler. Sie haben sich nicht unter die Bibel gestellt sozusagen. Sie haben sich über die Bibel gestellt und haben dann noch Regeln drauf getan und sich damit gebrüstet. Sie haben die Bibel als Mittel genommen, sich selbst zu erhöhen, statt echte Schüler zu sein. Und ich sagte, das ist der Grund, weil wenn ihr schon Mose nicht glaubt, wie werdet ihr mir glauben? Weil Mose redet von Jesus. Es ist ja unmöglich, dass ich Mose ablehne und dann aber Jesus annehme. Was übrigens auch wieder krass ist, weil das bedeutet, dass ein Mensch, der das Alte Testament ablehnt, auch wenn er sich Christ nennt, gar nicht Jesus folgt. Ja, weil ein Mensch kann gar nicht ein neutestamentlicher Christ sein, wenn er das Alte Testament, also das ist unmöglich, weil wie wollt ihr mir glauben, wenn ihr nicht Mose glaubt? Also, hier haben wir das, also
es gibt, glaube ich, keine schlimmere Verführung, als wenn man denkt, man ist ein Schüler der Bibel und in Wirklichkeit glaubt man ihr gar nicht. Vielleicht ein Gedanke, der ein bisschen abseits ist, aber das hat mich auch in letzter Zeit so bewegt. In Jeremia 6, Vers 16 heißt es ja, da sagt ja Gott, tretet hin an die Wege der Vorzeit und fragt, welches der gute Weg sei. Ja. Und dann heißt es am Schluss und wandelt darauf. Und dann steht da noch in dem letzten Teil vom Vers, sie aber sagten, wir wollen nicht darauf wandeln. Das heißt, Gott hat ihnen klar gemacht, alles, was sie brauchen, was sie tun sollen. Und vielleicht haben sie das sogar ein Stück weit getan, aber am Schluss gehen sie nicht mehr mit. Und ich glaube auch, dass das ein großes Problem bei den Pharisäern war. Die wussten so viel und es war ja gut für sie. Ja. Aber sie haben es dann nicht getan. Also das letzte bisschen, was ihnen gefehlt hat, war eigentlich der Glaube. Und den haben sie sich nicht von Gott geben lassen. Genau, weil wer glaubt, tut auch, was er liest. Weil es macht dann, weil wenn ich, das ist ja das Krasse, man kann sogar die Wahrheit wissen und die Wahrheit dazu benutzen, sich selbst zu erhöhen. Und man kann sich damit brüsten, dass man die Wahrheit kennt und andere nicht. Dann glaubt man zwar die Wahrheit, aber es geht zum eigenen Schaden. Die Wahrheit ist dazu, dass man ihr folgt, nicht dass man sie selbst zum Podest nimmt, auf das man sich stellt. Ja, das ist ganz genau, entscheidender Punkt. Johannes 7, Vers 19, auch da hatte Jesus schon über das Thema mit Mose gesprochen. Johannes 7, Vers 19. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Genau, und er hat ihnen das Beispiel gegeben. Wenn ihr versucht, mich umzubringen, dann brecht ihr das Gesetz von Mose. Mose sagt, du sollst nicht töten. Ja, und du sollst nicht deinen Feind hassen, also deinen Nächsten lieben und so weiter. Sie halten es nicht. Und das ist ja hier in Johannes 7, Vers 19, nur wenige Tage vor Johannes 9. Ja, das war ja noch ganz frisch in der Debatte. Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr seid gar nicht die Schüler von Mose. Und jetzt sagen sie mit diesem Mann, du bist sein Jünger, wir sind die Jünger, Moses Jünger. Ja? Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, wo er ist. Also, das ist natürlich klar. Also die Bibel redet sehr, was sagt die Bibel über Gott und Mose? Gott redete mit ihm wie mit einem Freund. Genau, von Angesicht zu Angesicht, wird mehrmals gesagt, ja, in 2. Mose 33, in 5. Mose 34, dass danach auch kein Prophet mehr aufstand, mit dem Gott so geredet hätte wie mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und es ging so weit, dass sogar dann Miriam und Aaron, Miriam war Prophetin, Aaron war hohe Priester, das waren quasi mit die höchsten Dinge, die man so als Mensch in der Beziehung zu Gott, also zumindest von der Position her, haben konnte. Und sie haben gemerkt, Mose ist noch eine Stufe drüber. Ja, und dann waren sie eifersüchtig auf ihn. Und dann sagt Gott, ja, also wenn jemand ein Prophet ist, dem werde ich mich im Traum offenbaren, werde eine Vision geben und so weiter. Aber Mose ist anders, ja, mit Mose rede ich so vertraut. Und nur das Krasse ist, wer war denn das da, der mit Mose gesprochen hat? Jesus, denn niemand hat den Vater je gesehen. Das heißt, die sagen, wir folgen, also wenn ich Jesus, also was das Jesus gedacht haben muss, wenn er solche Sachen hört, ja? Wir folgen Mose, weil Mose hat mit Gott gesprochen, deswegen folgen wir Mose. Und dann stehen sie vor dem, der Gott ist, der mit Mose gesprochen hat, sagt, von dem wissen wir nichts, wollen wir nichts wissen. Also das ist so unfassbar, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Aber das zeigt, wie blind die Sünde macht. Dass man sich auf Mose beruft und den Gott, sich auf Mose beruft, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Und dann genau den Gott, der zu Mose gesprochen hat, ablehnt. Einfach unglaublich krass. Und das zeigt uns, dass wenn wir nicht bereit sind, unsere eigenen Positionen korrigieren zu lassen, wenn wir auch anfangen, die Wahrheit zu biegen, damit wir Recht haben können, allgemeinlich, dann führt uns das in die schlimmsten Verdrehungen. Genau. Aber auf der anderen Seite dürfen wir heute lernen, auch wenn der Druck groß ist, wenn sogar vielleicht unsere Eltern quasi so einen Schritt zur Seite machen, weil sie sich Angst haben, zu uns zu stellen. Ne? Und wenn wir noch keine Schule besucht haben, weil wir bis eben gerade noch blind gewesen sind, gibt Gott doch genügend Kraft, sogar den Pharisäern zu widerstehen und sagen, wollt ihr auch seine Jünger werden? Ja, zu herrlich. Das zeigt uns, dass es keine Situation gibt, in der Gott uns alleine lässt. Nicht wahr? Wir werden das nächste Mal sehen, dass auch Jesus diesen Mann nicht alleine lässt, sondern dass er dann zu ihm kommt und ihn weiter unterrichtet. Aber er lässt ihn erst einmal hier diese Erfahrung machen, auch alleine für Gott einzustehen und für die Erfahrung, die er gemacht hat.
Dann wollen wir gemeinsam noch niederknien und Gott danken. Lieber Vater im Himmel, danke so sehr für diese interessante Geschichte, die uns so viel lehrt. Herr, wir möchten so sein wie der Mann, der geheilt worden ist, der, auch wenn er nicht viel wusste, doch an seiner Erfahrung festgehalten hat und dem du gute und kluge Antworten gegeben hast, sodass selbst die ganze menschliche Weisheit und Philosophie der Pharisäer zunichte geworden ist. Herr, du hast es immer wieder gezeigt, dass du durch einfache Menschen die Weisheit der Welt über Bord werfen kannst und besiegen kannst. Jesus hat gesagt, dass er dich gepriesen hat, weil du es den Einfältigen offenbart hast. Und ja, das gibt uns Mut, dass wir nicht erst uns qualifizieren müssen, sondern dass wir einfach an den Erfahrungen, die wir mit dir gemacht haben, festhalten müssen. Das wollen wir tun. Dir Danke sagen und festhalten. Ich möchte persönlich und für alle, die wir jetzt hier sind und später das Video anschauen, wir möchten von ganzem Herzen an den Erfahrungen festhalten, die du uns geschenkt hast. Und wenn auch andere Menschen uns bedrohen, uns mit Druck versuchen einzuschüchtern, wollen wir treu zu dir stehen. Wir wollen deinen Namen bekennen. Auch wenn das vielleicht negative Konsequenzen für unseren gesellschaftlichen Stand hat oder was immer die Konsequenzen sein mögen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns vor der pharisäischen Gerechtigkeit bewahrst. Dass du uns davor bewahrst, dass wir Fakten verbiegen, nur um uns selbst zu rechtfertigen. Sondern dass wir gerne uns korrigieren lassen von dir und auch von anderen Menschen. Dass wir gerne dazulernen, der Wahrheit folgen. Und dass wir uns nicht nur auf Tradition berufen, sondern auf eine lebendige Erfahrung mit dir. Herr, wir wollen deine Schüler sein und deswegen auch die Schüler von Mose und von Abraham und von Jesaja und von Daniel und Johannes und Petrus, eben weil wir deine Schüler sind. Und von dir wollen wir lernen. Das alles bitten wir im Namen Jesu. Amen.